Ebenfalls aus Leipzig ist heute Abend bei uns die Sons of Motion Picture GmbH als zweifacher Preisträger der German Stevie Awards 2018. In der Kategorie Bester Imagefilm für Unternehmen und Unternehmensübersicht gewinnt das Unternehmen einmal Gold für den Imagefilm der Barbarossa-Klinik Kelbra und einmal Bronze für den Imagefilm der Stadt Opschatz. Heute Abend nehmen den Gold und den Bronze Stevie Award entgegen der Geschäftsführer und Regisseur Herr Florian Arndt und Ines Göbel, verantwortlich für Schnitt und Drohne. Die Sons of Motion Pictures GmbH produzieren als achtköpfiges Team internationale Werbespots für Web, TV und Kino sowie Imagefilme, Dokumentationen und Animationsfilme. Also ich wurde heute Abend zweimal gefragt, ob ich der Jüngste hier im Saal bin. In dem Sinne vielen Dank für den Nachwuchspreis und vielen Dank an unseren Regisseur, der das hier ermöglicht hat. Danke Roman und vielen Dank an unser 25-köpfiges Filmteam aus Leipzig, was hoffentlich gerade zuschaut, und aus Bayern. Vielen Dank.